Leute, hallo und willkommen zurück. Wir haben beim letzten Mal den Demo-Man geschafft und machen jetzt den Cursed. Wie gesagt, das ist eine Challenge, die teste ich jetzt erst einmal an. Und gucke dann, also entscheide dann, ob ich diese auch zu Ende führen werde. Da bin ich mir halt noch nicht so sicher. Denn diese hat es in Sicht. Wir fangen mit Magdalene an und haben alle Karten. Sehen trotzdem nicht, was wir bekommen. Komplikation, geil. Ich werde diesen Run nochmal neu starten. Nochmal. Ich will im ersten Raum was Sinnvolles haben. Ich habe keine Ahnung mehr, was das gemacht hat, aber diesen Run nehmen wir jetzt einfach, weil es nicht so ein Ultra-Bullshit ist. Denn wie ihr vielleicht schon seht, alle Türen sind diese Cursed-Türen. Das heißt, wir kriegen durch jede Tür Schaden. So, da können wir uns wieder um ein halbes heilen. Wir sind Spinnenproduzenten ohne Ende. Bevor der sich denkt, platzen zu müssen. Also hier sollte man natürlich auch irgendwie OP werden am besten. Ja. Entweder du stirbst oder lässt mich in Ruhe. Tötet gerade eure Babys. Aua. Das hat ihnen zumindest nicht gefallen. So, können wir eigentlich auch schon einsetzen. Alter, WTF, was macht ihr da für eine Kuscheleinheit? Hilfe! So. Aber schön zu wissen, es gibt wieder Goldräume. Oh Gott, und dann auch noch Widow als Gegner. Ich hasse Widow als Gegner. Genau deshalb. Widow holt mir einfach viel zu viele Gegner und sowas. Die mich dann treffen. Ja, ich habe das eine Ding nicht mal kaputt. Also ich finde für einen der ersten Bosse auf Ebenen, die er sein kann, ihn sehr stark. Weil er wirklich sehr viele Gegner holt. Ich meine, er hält nicht viel aus, wie man vielleicht merkt. Und anscheinend habe ich jetzt das Gegnerlimit hier in diesem Raum gerade besiegt oder heruntergeschraubt. So. Eigentlich müsste man die Ebene noch durchsuchen, allein für Dings, ne? Für mehr Herzen, so Silberherzen und so wären recht praktisch. Seelenherzen, tut mir leid. Ich versuche es mir so ein bisschen anzugewöhnen. Ich kann es allerdings nicht versprechen. Gut, aber wir können jetzt wenigstens einigermaßen vernünftig planen, wo wir lang gehen. Da wir sehen... Okay. Da wir sehen, wo der Goldraum und so ist. Ja, Dead Bird, geil. Genau den ich brauche, meine Freunde. Genau den ich brauche. Ein Item, wofür ich nochmal mehr getroffen werden muss, um stärker zu werden. Genau das, was ich brauchte. Ach, das Ding macht mir manchmal ein Schild. Das ist sehr praktisch, dass es so verschwindet, leider kam. So. Ja, Unicorn in der Mitte. Shop lohnt sich nicht, das heißt, wir gehen weiter zum Boss. Bomben habe ich auch nicht. Okay, so schwer ist die Challenge nicht, wenn man damit rechnet, dass man sehen kann, wo man lang geht. Ich weiß jetzt auch leider nicht, wie weit wir spielen müssen. Das müsste ich jetzt nachgucken. Oh Gott, ich habe gedacht, das wäre so eine rote Fliege, warum auch immer. Das müsste ich jetzt nachgucken, aber das ist mir gerade auch ehrlich gesagt relativ egal. Weil ich glaube nicht, dass wir diesen One noch schaffen werden. Weil die Räume jetzt nicht ganz so optimal waren. Das Schild kommt ja auch nur so, ja, wenn es mal Lust hat. Naja. Jetzt haben wir auch noch Dingle als Gegner. Lala. Ja. Ja. Das war wieder sehr fair. Zwei Treffer wegen nichts und wieder nichts bekommen gerade. Alter. Wollte gerade sagen. Ich
Es wird ein sehr harter One, muss ich zumindest zugeben. Links von uns ist ein echter Curse-Raum. Mit Gabis Head. Einer von drei Gabi, aber dafür haben wir jetzt auch ein ganzes Headset aufgeben müssen. Brauche ich leider. Dafür geht jetzt leider mal eine Bombe drauf. So, wir schießen jetzt ein bisschen schneller. Ist so ein indirektes Damage ab. Nach rechts bringt uns gar nichts. Wir decken den Supergeheimraum auf. Fliegen wäre halt geil, ne? Das ist auch nett. Dass ich einfach geportet werde. Hallo? Das bringt mich gleich um, wenn das so weitergeht. Ach, kommt, Leute. Weißt du, so dumme, blinde Dinger. Warum machen diese Viecher eigentlich Schaden, wenn sie mich berühren? Ich verstehe das nicht. Ach ja, stimmt. Hier sind ja auch noch Gegner drin. Explosive Gegner. Wie man gerade gemerkt hat. Oh, du bist echt explosiv, mein Freund. Boah, wir haben so wenig Herzen. Das ist echt hart. Ah, da macht es... Oh Gott, und wir bekommen nur so Scheiß-Items. Bringt mir nichts. Controlled oder Collect Tears, bla bla bla. Aber im Kreis holen, echt super Sache. Wir haben jetzt gerade einen Raum übersprungen, oder? Ich glaube ja. Seit wann chargen die so vorausschauend? Damit sollten auch eigentlich auch mehr Herzen droppen. So. Pestilenz, mein Freund. Der instant irgendwie gerade aus seinem Arsch so einen Ball geschossen hat. Was ich sehr interessant finde. Ich wusste gar nicht, dass du es aus seinem Arsch schießen kannst, mein Freund. Finde ich cool. Würde ich auch gerne können. So Explosivbälle aus dem Arsch schießen. Tot. Oder zumindest Schaden. Nicht tot. Leck mich. Hilfe. Falls ihr euch fragt, warum ich das Herz nicht nehme, ganz logisch eigentlich, weil ich das nicht heilen könnte, wenn ich getroffen werde. Das nehme ich jetzt nach dem Bosskampf auf für die nächste Ebene. Ich hoffe, wir müssen... Ah, es sieht aber so aus, als müssten wir nur bis zur Mutter kommen. Zum Glück sind Bossraum und Dings momentan immer auf der gleichen Ebene. Hilfe! Also in der gleichen Richtung, nicht auf der gleichen Ebene. Auf der gleichen Ebene sollten die ja sowieso sein. Aber endlich mal wieder eine Challenge mit Goldräumen. Das wäre auch wieder eine Challenge, die... Na gut, mit Kotori wäre es wirklich vielleicht sogar ein bisschen zu unbalanced. Weil ich wollte ja die Challenges mit Kotori spielen. Ihr wisst ja, dass ich diese jetzt ohne spiele. Man merkt es ja vielleicht. Dafür werde ich eine normale Wand mit Kotori spielen. Wenn man nämlich jetzt auch noch bedenkt, Kotori hätte ja uns von Anfang an ein Herz abgezogen. Und manchmal sogar zwei. Ich weiß nicht mal, wovon das abhängig war. Dass er uns sogar manchmal zwei abgezogen hat. Aber das wird es halt schon schwerer machen, die Challenges. Schwerer, als sie sowieso schon sind. Ich sag's mal so. Und diese Challenge hier gilt ja mit, wie heißt der jetzt? Hab ich doch auch schon verkackt. Suicide King mit einer der schwersten Challenges. Damit werden wir als Lazarus wiedergeboren, wenn wir sterben sollten. Alter, das kann doch nicht wahr sein, oder?
Gut, die Pille ist jetzt nicht ganz so schlecht. Möchte ich da mal anmerken. Hilfe. Wie viel hältst du aus? Danke. Das war knapp. Der hätte mich getroffen. Also, naja. Also, ich finde es schade, dass ich die jetzt ohne Kotori spiele. Also, mir hat Spaß gemacht, die Spiele mit Kotori. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr die Parts mit Kotori fandet. Also, mir haben sie Spaß gemacht. Ich werde auf jeden Fall weiter mit Kotori spielen. Ich habe sie auch schon so ein bisschen privat getollt, dass sie privat gespielt hat. Da habe ich mich dann so mal so als Baby einfach so eingeschlichen und einfach mal Bomben in die Umgebung geschossen. Ich fand es recht lustig, sie weniger. Hätte ich mal was Positives. Telefälle. Okay. Geht auch, sag ich mal, ne? Jetzt darf ich nur nicht runtergehen, ohne hier was zu machen. Denn ich will das mitnehmen, den mitnehmen und das mitnehmen. Schade, dass wir den Boss jetzt nicht gemacht haben, aber egal. Wir haben dafür zwei andere Items bekommen. Über mir wäre der Cursed-Raum. Durch den Geheimraum können wir nicht abkürzen. Wenn ich dich verwende, dann jetzt. Warte, hier dürfte ich... Hier sprengen wir blöd. Dann springe ich hier unten, dann komme ich mich gleichzeitig auch noch in den Geheimraum rein. Überall sprengen wir halt sehr blöd gewesen, weil ich da den Bombenstein noch mit erwischt habe. Hätte. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob der vielleicht sogar noch getroffen hätte. Na, Bomben bräuchte ich jetzt nicht. Obwohl doch eigentlich schon. Eigentlich brauchte ich ja schon Bomben. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier so finden. Nochmal eine Telepille. Lockdown-Pille. Wir benutzen die Telepille. Viel weiter als hier können wir ja eigentlich nicht wegkommen. Ich will dieses Spiel gerade gar nicht mehr kommentieren. Ich sehe meine Herzen noch gar nicht, das ist auch wieder sehr schön. Für so eine Challenge. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich hatte. Viel weiter kann man ja gar nicht mehr wegkommen. Der Mittelfinger des Spiels. Muss Räume gut machen. Wow. Ist doch... Ja, zweimal eine Lockdown-Pille. Ja, ich merke schon, Spiel. Also, ich versuche jeden Schaden zu vermeiden, den ich kriegen muss und jeden zu kriegen kann. Und jeden, den ich muss, muss ich halt hinnehmen. Das kann ich halt schlecht vermeiden. So, zum Boss müsste ich eigentlich rechts, aber ich will noch in den Raum, allein wegen dem Dings. Wegen dem Goldraum. Ist das die letzte Ebene? Nee, danach kommt noch eine. Spooner. Das ist der, der die Homing-Shots macht, okay. Gar nicht mal so schlecht unbedingt. Ich habe das Gefühl, die haben die Homing-Shots nämlich verbessert. So. Allerdings weiß ich leider nicht, wie viel Leben ich noch habe. Das ist ein bisschen blöd. Es wird nämlich nicht mehr allzu viel sein. Dürftest du jetzt, oder könntest du jetzt bitte... Vor allem wird unser Gegner anscheinend... Fred kann es gar nicht sein auf dieser Ebene, oder? Ne, ich glaube, er ist im Utero. Das heißt, wir werden Double Trouble bekommen. Was mich auch schon mal ziemlich... Das sollte ich auch einsetzen, nicht Vollidiot. Du platzt den Tränenring, war das, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich kann alle Herzen gebrauchen, die ich kriegen kann. Hilfe. Das ist gerade wieder mehr Glück als Verstand, aber hey, ich lacke halt auch mal. Zwar, nicht was die Alte sind. Ich weiß leider nicht, was das war. Aber ich will hier rein. Ich hoffe auf so einen Herzraum.
Ich bekomme die Zecke. Double Trouble. Double Trouble Missgeburten. Double Trouble Chargende Missgeburten. Jo, zum Glück hatte ich jetzt noch das Schild, das wären sonst zwei Treffer gewesen. Ja, ist doch gut, Leute. Einer down. Der andere hat leider noch gut HP. Ich muss hier mal durch. Oh Gott. Zum Glück konnte ich ihn mit meinen Tränen abbremsen. So ein bisschen. Hilfe. Nein, 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 nein. Aua. Der musste sein, oder? Wenn ich jetzt... Okay, ich habe mindestens ein ganzes und ein halbes Herz. Bei dem ich auch dreimal oder so getroffen. Wir werden die Challenge nicht schaffen. Das liegt ganz allein daran schon, weil ich meine Herzen nicht sehe. Wie soll ich mich auf irgendetwas einstellen, wenn ich nicht weiß, wie viel HP ich habe? Ja, zumindest ein und ein halbes mehr. Ey, der hat gerade im Feuer gepackt. Warum macht das keinen Schaden? Ja, ich meine, ich will ja natürlich nicht unbedingt Schaden bekommen, aber es wäre schon geil zu wissen, wie viel ich hätte. Um zu wissen, was ich noch riskieren kann, was ich nicht riskieren kann und so. Ob ich weiß, dass ich jetzt gleich tot bin, wenn ich durch die Tür gehe. Oder ob ich wirklich in den Raum alles versuchen muss. Beispielsweise noch extra Steine sprengen und in der Hoffnung, dass da irgendwo ein Herz rauskommt oder so. Das ist mir halt alles nicht gegönnt, ist das Problem. Die können sich ja nicht überholen, ne? Also die eine Spinne kann nicht über die andere krabbeln, glaube ich. Also ich sehe das als echt großes Problem gerade an. Das ist echt großes Problem unserer Gesellschaft. Okay, der reicht nicht so weit. Naja, das reicht auch nicht so wirklich. Das reicht da umso mehr. Einfach reinballern, hier drin trifft man schon das Richtige. Ah, das wollte ich eigentlich nicht aufmachen. Genau deshalb. Na, komm her. So. Ich werde jetzt hier wahrscheinlich jedes Kackehäufchen kaputt machen. In der Hoffnung, Herzen zu bekommen. Das ist kein Herz. Na, da hätten wir wenigstens eins. Das können wir uns gleich organisieren. Aber erst, wenn ich wieder aus dem Goldraum raus bin, weil dann ist dieses Fieder auch weg, dieses Drecksding. Fat Protection. Das ist auch nicht so schlecht. Auch wenn es uns nicht so viel bringt, muss ich zugeben. So. Jetzt haben wir zumindest schon mal ein Herz mehr. Das ist ein Raum, bei dem ich hundertprozentig getroffen werde. Das war abzusehen. Weg, 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 weg. Du auch. Damit ich hier unten erstmal in Ruhe stehen kann. So, mein Freund. Kann überhaupt was in den Dingern drin sein? Ich weiß es gar nicht. Ach, kein Eternal Heart. Na gut, es ist auch... Aber wenn ich jetzt hier durchgehe, ist es weg. Weil ich kein Silber oder schwarzes Herz habe, was davor gepappt wurde. War klar. Komm. Ja, komm. Das ist kein aggressives Vieh, soweit ich weiß. So, weg damit. Komm, 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 Mutter.
Ja, los! So war dieses Ja, los nicht gemeint. So. Geschafft. 1, 2. Wir könnten echt den Bosswasch machen. Das war ein kurzer Part, aber beim Bosswasch gibt es nur Scheiße. Dieser Spiegel sorgt, glaube ich, dafür, dass die Schüsse immer wieder zurückkommen. Den haben wir ja bei Dings, bei der anderen Challenge. Yay, Polaroid. Puh. Credit Card haben wir jetzt freigeschaltet, die Kreditkarte. Ich danke euch fürs Zusehen, Leute, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.